Herzlich willkommen bei Sini macht Auge. Ja, Trump ist gerade in den USA erneut zum Präsidenten gewählt worden und alle fragen sich natürlich, woran hat es gelegen? Die Medien sind voll mit irgendwelchen Analysen. Auch auf Sinans Woche habe ich dazu ja auch schon meinen Senf abgegeben. Und ich habe jetzt etwas gesehen, ich muss ein bisschen schmunzeln. Erst war ich überrascht, sowas beim NDR, also dem Norddeutschen Rundfunk, öffentlich-rechtlich zu lesen. Ich musste so mehrmals so meine Augen reiben und dachte so, boah, das kann doch nicht wahr sein. Wir gehen direkt eiskalt rein. Was hatte der NDR bei Instagram gepostet? Trump siegt mit Patriarchat und Populismus. Und jetzt klare Abfuhr für die Woke-Bubble. Oh, das W-Wort. Ich wusste gar nicht, dass man das als Journalist des öffentlich-rechtlichen Rundfunks überhaupt so sagen darf. Ich meine, wir wissen ja auch, bei der GWUP gab es ja auch deswegen ganz, ganz, ganz viel Stress, weil Professor Dr. Edmüller ja einen Vortrag gemacht hatte über das Woke-Phänomen und dann wurde sich sofort gestritten, oh mein Gott, das böse W-Wort, also das Woke als Phänomen oder so oder hier jetzt als Bubble zu bezeichnen, das da zuckt bei einigen doch einiges zusammen. Ich kann das alles manchmal nicht so ernst nehmen, wenn man solche Angst hat vor so Begriffen, ne? Weil sofort immer so Narrativ. Wir hatten das ja mit vorpolitisch, also Sepp mal besprochen, auch ein Narrativ, da gehört natürlich mehr dazu als jetzt einfach nur ein Wort. Ne? Ein Wort alleine ist kein Narrativ. Also ein Wort alleine könnte vielleicht eine Dog Whistle sein, ja, also ein geheimer Hinweis auf etwas. Und natürlich, die Sprache, die man verwendet, gibt schon ein bisschen Rückschlüsse darauf, in welchen Kreisen, sozioökonomischen Kreisen man sich bewegt. Also wenn ich einfache Sprache habe, wenn ich versuche oder wenn ich sehr, sehr viele Fremdwörter benutze, dann, klar, es gibt ein Hinweis darauf, was, also man kann so ein paar Sachen ableiten, aber man muss eben aufpassen, dass man es dabei nicht übertreibt. Ich bin der Meinung, heutzutage, wir sind da ein bisschen zu empfindlich. Ich finde, wir können auch mal ein Wort benutzen, was, ja, weiß ich nicht, vielleicht dann auch mal häufiger von einer anderen Gruppe benutzt wird. Weil das Problem ist ja dann irgendwann, auch wenn wir das mal wieder weiterspinnen, dann haben wir ja eine Sprache, die dann wirklich nur noch so, also das ist dann so, das sind die Wörter und Bezeichnungen, die benutzt die Gruppe und du musst dich schon sprachlich davon ständig distanzieren. Wir müssen ja eh schon uns ständig irgendwie positionieren, Haltung zeigen, distanzieren und das am besten mit jedem einzelnen Wort. So, und deswegen war ich natürlich sehr, sehr überrascht, dass man ein solches Wort jetzt hier beim NDR findet, aber bevor ich mit dem Aber weitermache, also ich hatte sofort einen Screenshot gemacht und dachte so, wow, interessant, ist das ein neuer Zeitpunkt in der Geschichte. Hab natürlich dann auch so Kommentare mir angeschaut und wir machen mal long story short, der Beitrag ist gelöscht worden, beziehungsweise er wurde geändert. Es hat wirklich, ich glaube, es hat ein paar Stunden gehalten. Wir schauen mal, was ist daraus geworden? Wo ist die Woke-Bubble hin? Die Woke-Bubble ist mehr oder weniger komplett verschwunden. Vorher sah das Ganze so aus. Zum Glück hatte ich noch einen Screenshot gemacht. Trump siegt mit Patriarchat, klare Abfuhr für die Woke-Bubble. Jetzt heißt es, Trump siegt mit Patriarchat und Populismus, also das Gleiche. Werden die Republikaner zur Arbeiterpartei? Okay, also nichts mehr von Woke. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Die nächste Seite war, glaube ich, identisch. Die war auch vorher so. Das ist jetzt Gedächtnisprotokoll, so genau weiß ich das ja nicht mehr, aber ich meine schon. Wer hat Donald Trump gewählt? Mehrheitlich Weiße, oft ohne Uni-Abschluss, die Arbeiterklasse. Okay. Überdurchschnittliche Zustimmung in ländlichen Gebieten der USA. Ja, das wundert jetzt auch nicht. Konservative Christen und Evangelikale sehen Trump als Verteidiger traditioneller Werte. Ja, würde ich wahrscheinlich auch so mitgehen. Viele Wähler mögen Trumps America First Politik, die die Unabhängigkeit der USA und den Schutz der heimischen Wirtschaft betont. Bei diesem Vorwurf oder so, also oder was heißt Vorwurf? Das schwingt ja immer so mit, dieses America First sei ganz schlimm. Ich möchte da mal kurz zum Gedanken so dazu bringen. Also
es ist jetzt nicht völlig abwegig, dass eine Partei oder ein Politiker, der sich für sein Land engagiert, dass er das eigene Land, also für das er kandidiert, dass er das so an primärer Position sieht. Ich würde behaupten, das macht nicht nur jeder. Ich würde sogar sagen, das ist im Grunde sogar der Job. Man stört sich, glaube ich, einfach nur an diesem Wording wieder. Man stört sich daran so, oh, das klingt ja so, wir zuerst, das klingt so nach Ellbogen. Ich würde sagen, grundsätzlich erstmal, dass Politiker fürs eigene Land regieren, das sollte eigentlich der Normalfall sein. Ich würde auch sagen, also Kamala Harris wird ja auch damit geworben haben, es für die US-Bevölkerung besser zu machen. Alles andere wäre sehr, sehr merkwürdig. Dann geht's weiter. Ich glaube, dieser Slide hier, der war auch ebenfalls identisch. Ich glaube, da steht ja auch, stand zumindest nichts mit Woke drin. Viele Menschen weltweit erschüttert. Eher progressive oder linksliberale, da sehe ich mich im Übrigen so, ne, im linken und liberalen Spektrum, Ansichten sind alarmiert, weil Trumps Rückkehr autoritäre Tendenzen, Populismus und die Ablehnung globaler Kooperationen stärken könnte. Seine Wahl steht im Kontrast zu deren Erwartungen an Fortschrittlichkeit und Diversität. Bis hierhin würde ich auch sagen, absolut, gehe ich mit. Das ist halt leider sozusagen der Backlash, den man bekommt oder den wir aktuell miterleben, ne, den Rechtsruck. So, es geht jetzt, das Pendel schlägt definitiv wieder in die konservativere, rechtere Richtung aus. Und grundsätzlich, ich hatte das schon ganz häufig bei Sinans Woche auch gesagt, wir haben natürlich Links- und Rechtsströmungen, aber wir haben vor allem, und die finde ich viel, viel interessanter, die Achse autoritär und libertär. Also man kann auch sagen liberal, wobei die Grenzposition wäre wahrscheinlich libertär. Und das heißt im Grunde so viel wie der Regierungsstil oder wie das Land sozusagen oder die Politiker vorgehen. Sind sie autoritär? Oder sagen sie eher liberal, wir versuchen das so freiheitlich wie möglich zu gestalten. Und die Rechten sagen ja auch, ihr Hauptfeind, das hatte Maximilian Krah ja auch in seinem Buch geschrieben, ihr Hauptfeind ist ja der Liberalismus, also dieser freiheitliche Gedanke, dieses Offensein, jeder kann eigentlich, solange er anderen nicht schadet, machen, was er möchte. Das ist der Feind der Rechten eigentlich. Also sagen sie aus ihrer eigenen nach eigener Aussage so. Und deswegen würde ich auch diesem Slide hier so weitestgehend zustimmen. Ich finde das auch, naja, also alarmiert. Ich beobachte das mit. Ich bin kein Freund von Panik und ich bin kein Freund von, ja, jetzt so, wenn ich mir hier so ein weinendes Gesicht anschaue, ich bin immer zuversichtlich. Deswegen würde ich mal sagen, wir schauen uns das mal die nächsten 4 Jahre an und es würde mich nicht wundern, wenn das Pendel danach auch wieder in die liberalere Richtung schwingt. Es geht halt immer hin und her. Und vielleicht hat man in der Vergangenheit ja auch und da kommen wir nochmal zu dieser Überschrift, die ja nicht mehr genommen wurde. Vielleicht hat man es mit der Progressivität, mit der aus meiner Sicht sogar vermeintlichen Progressivität vielleicht teilweise etwas übertrieben. So, der Slide, der ist auch geblieben. Der war gleich. Das ist die Rache. Das finde ich im Übrigen ein ganz starkes Wort, Rache. Das ist die Rache der ganz normalen Arbeiterklasse in Amerika, des anonymen Amerikaners, der unterdrückt, beleidigt und herablassend behandelt wurde. Es sind einfach normale Menschen, die jeden Tag aufstehen und zur Arbeit gehen und versuchen, ein besseres Leben für ihre Kinder zu schaffen. Und sie haben das Gefühl, dass ihnen gesagt wurde, sie sollen den Mund halten. Wie gesagt, ich würde es nicht Rache nennen. Rache hat was sehr, ich hatte mich eben nochmal unterhalten mit meiner Nachbarin drüber, Rache hat was sehr Berechnendes, ja. Wenn ich von Rache spreche, dann wüsste ich ja ganz genau, dann habe ich einen ganz klaren Plan, dann wüsste ich, die haben mir das angetan und jetzt räche ich mich dafür. Und ich glaube, dass das bei vielen Wählern nicht so ist. Das ist mein Bauchgefühl, ne? Ich glaube nicht, dass man da mit so einem Plan dran geht, sondern ich würde behaupten, die meisten, das ist ein Bauchgefühl, ja. Wenn man sich auch mal die Doku nochmal anschaut von Ingo Zamperoni, der hatte jetzt eine interessante Doku vor den Wahlen rausgebracht, wie die US-Amerikaner, also sie heißt, glaube ich, schon wieder Trump-Amerika? Und da gibt es
ein Interview mit Kid Rock oder wie heißt er? Und das ist echt interessant. Also er sagt dann auch, I'm socially pretty liberal. Ich bin eigentlich ziemlich liberal. Mir ist egal, ob du schwul bist oder Schwule heiraten. Bei der Transsache kriege ich aber die Krise. Wenn sie Männer in Frauensport packen und die auf der Toilette meiner Enkelin auftauchen könnten, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ist es dann am Ende eine Art Rache oder ist es sozusagen einfach ein Voting dafür, dass man sagt, ich glaube, mir geht's ein bisschen zu weit, dann wähle ich jetzt mal, und in den USA hast du ja nur die Wahl zwischen zwei Lagern. Das ist ja auch im Grunde ein Grund, warum ich immer dafür appelliere, dass sich in Deutschland mehr Parteien auch mal offen, naja, dazu bekennen, zu sagen, also die Grünen haben es jetzt mal so ganz minimal gemacht mit Özdemir, einfach auch nochmal die Aufklärung betont, ja, den Universalismus, das Liberale betonen und nicht diese Positionen gegen dieses sehr engstirnige Woke-Phänomen, nicht diese Position nur der AfD zu überlassen. Wir sehen mal, wie das weitergeht. Ich würde prinzipiell dieser Analyse zustimmen. Das Wort Rache finde ich zu stark. Und jetzt kommen wir zu dem interessanten Teil noch. Ganz am Ende haben sie noch mal was geändert. Das ist draus geworden. Das war es vorher. Wir lesen erstmal vorher. Da steht oben fett, kein Geld für Gender-Quatsch. Könnte ja von mir sein, ne? Ach nee, ist AfD. Die Woke-Bubble und die AfD in Deutschland. Okay, das war natürlich, das war dann Herzkasper für viele Wokies auf Instagram, das haben die nicht ausgehalten. Die urbane, als elitär geltende Woke-Bubble steht auch in Deutschland zunehmend in der Kritik. Sie verkörpert Werte wie Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung, wird jedoch als abgehoben und moralisch überheblich wahrgenommen. Dies stößt bei Menschen der Unter- und Mittelschicht auf Unverständnis und Ablehnung. Die AfD versucht dies für sich zu nutzen und sich als neue Arbeiterpartei zu inszenieren, mit messbarem Erfolg, wie aktuelle Umfragen zeigen. So, was ist draus geworden? Sämtliche Woke-Kritik ist weggefallen. Das ist so geil. Da hat man sich einmal getraut, aber ihr, also ich kann ja schon sagen, euch ist klar, warum das geändert werden musste, ne? Es gab einen Shitstorm darunter, sondergleichen, tausende Kommentare, ja. Die alle, ich kann die gleich einblenden, weil ich hab da noch was zu. Aber gehen wir erstmal weiter durch. Also was ist draus geworden? Die AfD in Sachsen und Thüringen, hier hat jetzt schon keine Zeit mehr gehabt, ein Leerzeichen zu machen, das ist jetzt einfach weggefallen, hat sich laut einer Analyse von Wissenschaftlern der Technischen Universität Dresden, Wissenschaftlern? Das heißt WissenschaftlerInnen, meine Freunde, fest als Arbeiterpartei etabliert. Bei den Landtagswahlen fiel ihr Stimmenanteil unter Arbeitnehmern mit 45% in Sachsen. Bla bla bla. Das ist einfach total überhaupt gar. Die haben nicht mehr gewusst, was sollen die jetzt eigentlich als Erklärung dahin schreiben? Jetzt kommen irgendwelche Prozentzahlen. So, und wo ist die Erklärung? Und ich finde es total krass. Also diese ganze Erklärung hier, dass es nun mal eine Bubble gibt. Und die als elitär gilt. Das ist kein Geheimnis. Also das kannst du teilweise einfach mal so auf linken Zeitungen oder so wie der Taz, da findest du auch solche Analysen dazu. Woker woke sein. Der Kampf für eine emanzipatorische Sprache ist nicht erfolgreich. Die Debatte ist zu akademisch und geht an den Menschen vorbei, um die es geht. Ich finde das echt krass, ne? Die haben das einfach mal gelöscht. So, warum? Ja, wir sehen hier, ich habe die Kommentare zum Glück ganz schnell gescreenshottet. Da kriegen wir so ein kleines Gefühl dafür. Hallo Alicia, dich haben wir noch nicht. Erstmal hier. Da kriegen wir ein kleines Gefühl dafür. So, was für eine beschissene Schlagzeile. Da ging es um Abfuhr für die Woke-Bubble. Woke-Beste, wer Woke nicht versteht, der mit dem konservativen Müll untergeht. 3 grüne Herzen, ja, das ist natürlich purer grüner Aktivismus. Gut, den Aktivismus in der Kommentarspalte, den haben wir mittlerweile überall. Wir sehen in der Regel eigentlich unter fast jedem Beitrag, entweder hast du halt eine total aufgepeitschte Woke-Bubble oder du hast so aufgepeitschte AfD-Leute mit Deutschlandflagge und was weiß ich. Und die streiten sich die ganze Zeit. Ich finde beides bescheuert, nur um das einmal klarzustellen.
So, weiter geht's mit Woke-Bubble ist ein rechter Kampfbegriff, den man nicht unkommentiert übernehmen sollte. Hallo, wie könnt ihr nur? How dare you? Warum übernehmt ihr den inzwischen nur noch rechten Kampfbegriff Woke-Bubble? Es handelt sich hierbei um eine Abkehr von der Demokratie. Was für eine Art Journalismus ist das denn? Und das ging in einer Tour so weiter. Ich wollte eigentlich noch viel mehr screenshotten, aber wie gesagt, der Beitrag ist jetzt einfach weg. So, und ich finde... Ich habe so gedacht, okay, es könnten jetzt zwei Sachen passieren. Der NDR-Journalist, der diesen Beitrag bei Instagram veröffentlicht hat, der sieht jetzt so, oh krass, da kommen tausende Kommentare, die ihn alle maßregeln wollen, ja, was er für eine Sprache benutzt. Und jetzt könnten ja zwei Sachen passieren. Entweder er sieht, oh krass, es gibt wirklich eine Woke-Bubble, die sich komplett abspricht, die sofort auf dem Schirm haben, wenn irgendwie sowas passiert. Das wird geteilt, das ist dasselbe, was natürlich bei der neuen Rechten passiert. Das sind ja zwei Lager, die sich quasi mit umgekehrten Vorzeichen, aber ansonsten eigentlich nichts nehmen. Und er hätte jetzt ja eigentlich, also der Journalist oder die Journalistin, der diesen Beitrag gemacht hat, der hätte ja auch gucken können und sagen können, ach, ist ja interessant, da habe ich wohl in ein Wespennest gestochen und da scheint ja was dran zu sein. Oder Option 2, und wir wissen mittlerweile, Option 2 ist es geworden, er knickt ein. Ja? Das geht dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, intern rum, so, oh mein Gott, haben wir was ganz Schlimmes gemacht? Ja, wir haben das W-Wort benutzt, ja, W-Wort-Bubble haben wir verwendet. Ja, am besten lösch alles daraus, was irgendwie in die Richtung geht. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, so einfach ist das heutzutage. Du schreibst etwas, also ich habe ja die Slides eben gezeigt, ja. Da stand ja jetzt nichts Schlimmes drin. Also wenn diese Analyse hier schon schlimm ist, dann haben wir ein Problem, Leute. Aber es funktioniert. Sie mobilisieren sich, sie posten zu Hunderttausenden oder Tausenden darunter. Und der NDR knickt ein. Ich weiß nicht, ob man sich mit diesem Verhalten einen Gefallen tut. Ich denke nicht. Wenn man sich mal mit verschiedenen Content-Creatern unterhält, dann kann man feststellen, alle sind sich eigentlich einig. Du darfst nicht zu sehr oder eigentlich zu einem ganz, ganz niedrigen Anteil was auf die Kommentarspalte geben. Warum? Weil die Kommentarspalte, wie eben hier jetzt auch gesehen, übernommen werden kann. Das ist genau das, was passiert. Also die sind ja vernetzt. Das macht die AfD genauso, also oder die neue Rechte. Ja, also wenn sie irgendwo was sehen, dann wird sofort in irgendwelchen Discord-Gruppen, Telegram-Gruppen wird gesagt, hier ist der Beitrag, so, los, alle ab in die Kommentarspalte und dann tak, 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 das im Prinzip... Die Erzählung oder die Interpretation des Beitrags muss man kapern. Man muss selber klar machen, nee, hier liegt ihr falsch oder das Pushen, was auch immer. So, und das passiert die ganze Zeit. Ich würde sagen, NDR Info, öffentlich-rechtliche Instagram-Kanäle, schaltet die Kommentarsektion aus, lasst es. Macht es einfach nicht. Okay, jetzt könnte man sagen, okay, dann leidet die Reichweite, dann haben wir aber ein Problem, weil wenn wir so beeinflussbar sind, von irgendwelchen Bubbles, nennt sie wie ihr wollt, ist mir scheißegal, aber wenn wir so beeinflussbar sind, da braucht nur mal dann jemand einen Shitstorm zu inszenieren und schon werden Beiträge geändert, abgelöscht und so weiter, das kann es ja nicht sein. Also offensichtlich hat sich jemand überlegt, das ist ein Beitrag, den kann man erstmal so verfassen, wieso nicht, da steht ja nichts Schlimmes drin. Das ist eine Analyse. Die Analyse kann ja auch falsch sein. Ey, Leute, ich sehe gerade auf Instagram tausende Analysen zur Trump-Wahl. Die halte ich alle für schwachsinnig, ja. Aber natürlich darf man die erstmal verbreiten. Ich habe mir letztens einen Shitstorm oder ich habe mir Ärger eingefangen, weil ich gesagt habe, Mut zum Schwurbel, ja. Teilweise wird doch auch geschwurbelt. Also es wird halt ins Blaue hinein irgendwas vermutet. Ja, das sehen wir die ganze Zeit. WDR Cosmo ist voll damit. Die sehen irgendwo ständig irgendwelche Korrelationen und Kausalitäten, die du mit keiner Umfrage der Welt irgendwie beweisen könntest. Ja, sollen sie ruhig machen.
Aber es kann nicht sein, dass dann irgendwie ein mobilisierter Mob darüber entscheidet, was stehen bleibt und was nicht. Es gab ja noch eine Erklärung dafür, warum sie das Posting geändert und gelöscht haben. Hinweis, eine frühere Version des Posts enthielt Fehler, die zu Missverständnissen führten. Wir haben uns daher dazu entschieden, den Beitrag zu überarbeiten und unter anderem auch eine klarere Headline zu verwenden. Danke für die vielen Hinweise und eure konstruktive Diskussion und dass ihr unsere Posts mit so viel Engagement lest. Wie kann man einknicken eigentlich noch krasser formulieren? Ja, macht, was ihr wollt. Besonders gut finde ich auch diese Antwort auf das Entschuldigungsposting vom NDR. Trotzdem peinlich, wenn mindestens circa 4 Augen vorm Posting nicht rechte Parolen erkennen. Das Personal sollte strenger überprüft werden. Scheinbar fällt es nicht mal mehr auf. Hier bekommen ein paar autoritär geile Leute aber richtig feuchte Höschen, oder? Das Personal muss erstmal strenger überprüft werden. Sind die überhaupt noch auf Linie? Ich habe hier so ein bisschen meine Bauchschmerzen. Muss das Ganze aber, wie gesagt, lustig sehen. Das Gute ist heutzutage, also man muss sich echt merken, wenn du irgendwas siehst, ne, und du stellst dir ein paar Fragen dazu, nicht den Link abspeichern, du musst immer einen Screenshot machen. Das ist ja wirklich interessant. So, von meiner Seite aus spannende Zeiten, auf die wir zulaufen. Und zum Abschluss noch mein Tipp, einfach grundsätzlich, man ist immer auf der richtigen Seite, wenn man die Ruhe bewahrt, niemals aggressiv oder bösartig wird, sondern selber auch mal gerne eine Provokation raushaut, aber auch eine Provokation auch wieder aushalten kann. Und wenn das alles oberhalb der Gürtellinie bleibt, dann sehe ich da aktuell überhaupt gar kein Problem. So, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Vorfall haltet. Überinterpretiere ich da vielleicht auch was? Auch gut möglich. Ist ja auch etwas, wo ich einfach sehr stark meinen Fokus drauf lege. Also korrigiert mich, wenn nötig. Ich lese mir das gerne in den Kommentaren durch. Aber macht euch bloß nicht die Hoffnung, dass ich mich sehr stark davon beeinflussen lasse. Erst ab 1000 Kommentare. Dann ändere ich den Beitrag hier. Spaß. Tschüss.